Guten Morgen, ihr Lieben, hier ist die Silvi von Silvis Babywelt. Und eben, was heißt eben, vorhin rief es ganz kläglich aus dem Kinderbettchen: Mama, Mama. Dann bin ich hingelaufen, schaut euch mal die Samantha an. Überall rote Pünktchen und ganz krank. Auch an den Händchen, am Hals, an Ohren. Überall. Und dann habe ich Fieber gemessen und schaut, könnt ihr es sehen? Nein, ne? Fast 40 Fieber. Ich habe dann den Kinderarzt angerufen, dass er herkommt. Und ich hoffe, der kommt gleich. Und dann schauen wir mal. Ist bestimmt nicht so schlimm, Maus. Das kriegen wir wieder hin. So, ich melde mich nachher wieder. Bis dann. Tschüss. So, der Arzt war jetzt da. Und ja, Windpocken habe ich ja fast befürchtet. Viel trinken wegen dem hohen Fieber. Ein bisschen sind die Bronchien noch angegriffen. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht später mal inhalieren oder vielleicht geht es auch so weg. Schauen wir mal. Wichtig ist auch da viel, viel trinken. Hat ja jetzt, haben wir jetzt ihr ein Zäpfchen gegeben gegen das Fieber und dann müsste es jetzt auch bald besser gehen. Gegen die juckenden Flecken haben wir eine Lotion bekommen, die habe ich auch schon aufgetragen. Und jetzt trinkt sie und dann schläft sie ein bisschen und dann schauen wir weiter. Mausi. So. Ah, hat sie jetzt genug getrunken? So. Jetzt. Schnuller. Und dann sieht die Welt doch gleich anders aus. Ja. Dann lassen wir dich jetzt erstmal in Ruhe schlafen. Und ich melde mich nachher nochmal. So, ihr Lieben, schaut mal. Samantha geht schon viel besser. Das Fieber ist runter. Und sie hat sich jetzt meinen riesen Drachen ins Bett gewünscht. Der Flax Flabi. Also der ist wirklich riesig. Ich lege mal meine Hand drauf. So. Das ist eine Handpuppe, der kann auch den Mund auf und zu klappen. Mal sehen, ob ich das jetzt hinkriege. Das ist nicht so ganz einfach. Ja, also geht jetzt nicht mit einer Hand da so rein zu krabbeln, aber es ist so, ihr könnt es mir glauben. Ja, und der hat Raschelohren und in den, hier hat er Quietschen. Im Schwanz hat er eine Rassel. Hier hat er Wunschperlen. Es ist auch eine Sonderanfertigung, den gibt es so nicht zu kaufen. Den habe ich mal geschenkt bekommen. So, dann hat sie, weil der Drache ist natürlich auch krank, hat sie ein Näs, also das Doktorset von mir bekommen. Das habe ich vor einiger Zeit mal genäht. Hier ist die Tasche. Ja, und hier. Blutdruckmessgerät mit Ball zum Aufpumpen, Fieberthermometer und Tabletten. Und da spielt sie jetzt ein bisschen. Nachher lesen wir vielleicht noch Buch vor. Und es geht aufwärts. Bis dann. Tschüss.